Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Infinite. Das sieht mir stark nach Ende aus, aber das habe ich ja schon mal gedacht. Aber das zeigt ja auch wieder, wie groß das Spiel ist. Dass es immer weitergeht. Achtung, Patriot! Bin dabei! Oh, Patriot irgendwo. Schnell in Deckung. Ich hab noch nichts. Sehr gut, her damit. Da kommt nämlich jemand, den ich gar nicht mag, hoch. Unsere Sache ist der Zugang zum Oberdeck ist blockiert. Es geht nur per Skyline. So eine Überraschung. Mehr habe ich nicht. Ich habe hier Salze. Hier, bitte. Vielen Dank. Sehr gut. Abgerotzt. Tja, eine fette Gatling. Aber ich bleib lieber bei der Sniper-Shotgun-Kombo. Da komme ich eigentlich ganz gut klar mit. Tja, jetzt können wir eine Etage höher. Aber schauen erstmal, was wir hier noch so finden. Ein paar Salze zum Beispiel. Waffen, alles was tödlich ist. Ah, da hinten. Voll. Hervorragend. Brauchen wir Geld? Och jo. Ausnahmsweise noch. Aber ich tippe mal drauf, dass das noch nicht mehr sehr lange gehen wird. Wir werden jetzt erstmal eine Etage höher gehen wieder. Halt, wechsel auf die andere. So, genau. Eine Etage höher. Auf die letzte Etage. Es mag sein, dass ich sie besiege, DeWitt. Aber sie hatten immer schon einen Hang zur Selbstzerstörung. Wer weiß, vielleicht kommen sie mir ja zuvor. Weg aufs Oberdeck. Noch sehe ich den Weg nicht. Bringen wir mal hier drauf. Geht das? Ah. Naja gut. Nochmal ein extra Level. Maschinendeck. Ein Deck noch. Das übernehme ich selbst. Nein, ich komme mit. Tja, wie oft will er denn noch sagen, dass er es selber macht? Da geht's runter.
Los, mach! Geht klar. Auf jeden Fall. Was? Wo? Schauen wir mal weiter. Öffne ihn. Kommt! Oh. Ach du Jemini. Dieser Mistkerl. Sorry, mehr habe ich nicht. Die Exe weg hier. Ich versuche Nachschub zu liefern. Und weg hier. Schau, Wünsche. So, diesen Mistkerl haben wir. Nahkampfschadenerhöhung brauchen wir nicht. Weglegen. So, wer macht hier noch Stress? Ach, du machst Stress. Ach, hat mir schon die Maschine die Arbeit abgenommen. Ich kann nichts finden. Macht nichts. Nehmen wir noch ein paar Fähigkeiten hier. Halt. Momentan artet es ein bisschen aus mit diesen Oberdecks, um irgendwie das Spiel noch zu verlängern. Das hätte meiner Meinung nach nicht so sehr sein müssen. Da hätte man auch was kürzer lieber und dann was eindrucksvoller anstatt. Diese Skyline bringt uns zur Kabine des Propheten. Ja, hervorragend. Da wollen wir doch hin. Dieser alte Mistkerl. Es ist ihr Zuhause. Wer bin ich? Die soll es schützen. Dann mal los. Hier ist etwas Geld. Finale. Oh. Hoffe ich's mal. Du willst reinen Tisch machen, falscher Hirte. Aber hier läuft die Zeit rückwärts, ehe du Erlösung findest. Manche Sünden können nicht vergeben werden. Comstock. Das ist mein Turm. Was ist das? Der Siphon? Ich hab das da gesehen. Ich hörte dich von oben singen. Und die Maschine erwachte zum Leben. Und dann im Grab meiner Mutter war eine kleinere. Sie haben mich ausgesaugt. Vielleicht kann ich deshalb nicht... Was? Als ich klein war, konnte ich nicht nur Risse öffnen, sondern sogar neue erschaffen. Überall hin, wo ich hin wollte. Aber in dem Turm... Geh weg. Ich bring's zu Ende. Booker, nein. Das geht nur ihn und mich was an. Du tappst in eine Falle. Ich muss das tun. Komm her, Kind. Komm, ich beiße nicht. Was bist du groß geworden? Sag's mir.
Was bin ich? Sieh dich an, wie du aussiehst. Hey, lass sie los. Elizabeth, ich habe alles nur zu deiner Sicherheit getan. Sicherheit? Wovor? Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die Berge der Welt in Flammen hüllen. Doch der Erzengel sprach auch: Hüte dich, Prophet. Hüte dich vor dem falschen Hirten Booker DeWitt. Wie eine Wand wird er stehen zwischen ihr und ihrem Schicksal. Warum? DeWitt, ich bin ein Narr. Mächtige Armeen habe ich gegen sie geschickt. Feuer habe ich auf sie niederregnen lassen, nur um sie von ihr fernzuhalten. Dabei hätte ich ihr nur die Wahrheit sagen müssen. Frag ihn, Kind. Frag ihn, was mit deinem Finger ist. Frag DeWitt! Lassen Sie mich! Los! Sie ist deine Tochter, du Dreckskerl! Und du hast sie im Stich gelassen! War's das wert? Hast du gekriegt, was du wolltest? Sag's mir! Raus damit! Es ist vollbracht. Nichts ist vollbracht! Booker! Ihr sperrt sie ihr Leben lang ein! Booker! Schneidet ihr den Finger ab und schiebt es auf mich! Booker, hör auf! Du hast ihn getötet. Was hat er gemeint? Sag mir, was er gemeint hat mit meinem Finger. Keine Ahnung. Ich dachte, du bist damit geboren, ich weiß nicht. Deine Nase. Sie blutet. Was? Elizabeth, ich schwöre dir, ich weiß nicht, was er damit gemeint hat. Oh, doch. Du erinnerst dich nur nicht daran. Nein. Ich beweise es dir. Wir zerstören den Siphon. Die Antwort liegt hinter einer deiner Türen. Du musst sie nur zerstören? Das ist der ganze Turm, Booker. Wie sollen wir das machen? Keine Ahnung. Ich lass mir unterwegs was einfallen. Heieiei, das Spiel geht immer weiter. Finde die Steuerung. Tja, Prophetchen. Aber irgendwie wusste der, dass ich den umbringen musste. Das hat wohl zur Prophezeiung dabei geführt. Ups, finde die Steuerung in der Richtung. Ah, dahinter ist eine Tür aufgegangen. So, die suchen wir aber im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal, euer Chojin.